Wir spielen nun hier die Bets rein und erkennen, mein Bester, dein Turm. Mach mal Winke, Winke. Mach mal Winke, Winke. Winke, Winke, Winke. Sag mal goodbye, my lover, okay? Mach das mal. Mach mal den James Blunt. Der Gegner hat den Turm verloren. Die Frage ist, kommt der Gegner zurück? Und die Antwort darauf, die steht bisher in den Sternen. Jedenfalls wird er hiergegen wahrscheinlich nicht die beste Zeit haben. Er hat den kleinen Prinz und er hat Royal Hawks am Turm. Und diese Royal Hawks, die scheppern tatsächlich relativ ordentlich rein. Wir spielen einmal hier den kleinen Prinz und der Gegner nun mit einem Golem. Und die Frage natürlich lautet jetzt, was ist sein Plan? Und die Antwort darauf lautet, sein Plan wird sein, gleich eine Heilerin dahinter zu klatschen, sein Gehirn in den Flugmodus zu begeben und das Game dann irgendwie zu gewinnen. Das Problem an dieser ganzen Geschichte ist, dieser Versuch eines 3-Kronen-Pushes von Seiten des Gegners, der wird halt leider nicht aufgehen. Der Gegner hat gute Evo-Stärte, ja. Da kommen aber, ich habe die Arrows gemisst, das ist jetzt vielleicht nicht so gut. Nun, dann habe ich das Game tatsächlich verloren, right? Habe ich das Game jetzt verloren? Wobei, ich bin mir actually noch gar nicht so sicher, ob ich es verloren habe. Die Bets regeln das eigentlich ganz gut. Der Gegner mit einem vogelwilden Nado. Und eigentlich müssen wir jetzt hier in Anführungszeichen nur irgendwie sowas machen, um irgendwie jetzt nochmal durchzukommen. Wäre auf jeden Fall ein Träumchen, wenn wir das Game jetzt nicht komplett verlieren würden. Dann hätte ich es offiziell an die Wand gefahren. Aber das Schöne ist ja, dass tatsächlich meine Truppen dann doch etwas... Ich misse meine Pfeile.